Ja, Leute, die Chaos-Truppe ist wieder zurück. Emergency. Ja, ich glaube, wir brauchen eigentlich mehr Hilfe, als dass wir Unterstützung geben können. Hi Michi, hi Flo. Hallo. Hallo. Michi, hilf uns kurz für die Leute, die den ersten Part nicht gesehen haben. Du hast da ein Haus in die Luft gesprengt, oder? Ich habe primär kein Haus in die Luft gesprengt. Ich habe versucht, den Sprengungsvorgang aufzuhalten, aber Ja. aufgrund meiner Inkompetenz ist es leider Ja, doch passiert. aber die Leute, die direkt daneben standen, denen hast du Ist einfach das ein juristisch Pflaster gesehen aufgeklebt. Täterschaft, wenn er einfach absichtlich die Bombe? Eben, das ist doch mehr oder weniger Erste-Hilfeleistung. Ich habe es Unterlassung der Ersten versucht. Hilfe. Ne, ich habe es versucht. Mehr kann man doch nicht verlangen von dem Menschen. Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn er Experte ist, glaube ich. Ja, Sucht der okay. Flo uns jetzt wieder schöne Mission raus, oder? Mit der Einstellung, das gefällt mir gar nicht, wie du da arbeitest, Florian. Also, wir haben hier ein Level 15 in Countryside, ein Level 16 in Downtown Ja, da hat und sich ein gerade Level einer aufgelöst. 19 in Lubberton. Ah ja, Level 19 hat sich da aufgetan. Komm, Level 19, Labberton. Ja, ich meine, Lubberton. alles unter 19 ist ja Lubberton. wirklich für Kinder. Kinder, Zivildiener. Weiß nicht was. Oh, Ingenieure können Kräne durch Einweisen unterstützen. Dadurch wird die Kran-Action stark beschleunigt. Gut, dass wir das Tutorial nicht durchgeführt haben. Die Kran-Aktion hoffe ich, oder? Nicht die Ich dachte, Kran-Action. das ist die Kran-Action, natürlich Kran-Aktion, aber Kran-Action liest sich viel Ist besser. viel besser. Okay. Upgrades. Gut. Warum habe ich immer nur ein Upgrade da? Ich habe doch Na, mehrere schon entgegengenommen. ich habe auch mehrere entgegengenommen, aber ich brauche sie nicht. Na, wir brauchen keine Upgrades. Das machen wir dann bei Level Vier 50. kleine Töter. Okay. Oh, Ach okay. du Kacke, was Ich ist da hole los? einen Kran! Ja, aber kein Ingenieur, bitte. Ich Vielleicht hätte schaue er jetzt euch mich jetzt umschalten einfach mal können. zu, würde ich sagen, Ich hole auch einen Kran. und kümmere mich dann um den zweiten Einsatz. Was sonst wird es eh zu chaotisch. Braucht ihr das SEK? Na, derweil noch nicht. Okay, also wir haben hier unten ein paar Schwerverletzte, da ist ein bisschen was umgestürzt, deswegen der Kran. Weil ich das Tutorial gelesen habe, weiß ich, dass Ingenieure die Kran-Action beschleunigen. Die Kran-Action, ja. Okay, versperrt. Ah, wegen dem Kran. Was gibt's sonst? Also links oben sehen wir gerade, wer welche Autos oder Einheiten im Einsatz hat. Rechts oben sehen wir noch den Chaos-Meter, der ist richtig gut. Aber wie der Einweisungen gibt, der Ingenieur, der ist ja ein Ass. Ja? Was hast du noch nicht gesehen, sage ich euch. Nee, nee. Ich finde den Chaos-Meter super. Gibt's das auch bei der echten Rettung? Schon, oder? Ja. So. Na, sieht ja gut aus eigentlich alles. Ihr macht Voll das Profis. perfekt. Da brauche ich eigentlich gar nichts. Ich kann mir gerade so ein bisschen Straßenbautipps da anschauen, wegen City Aber Skylines. Feuer, also ich habe ja alles im Griff. Meine Einheiten sind ja schon wieder alle weg. Sehr gut. Ist nur mit der. Nur mit der Sanitäter da, der da den einen Ja. aufhängt, den Rest macht der Floaty Man. Richtig. Aber da oben haben wir schwere Eskalation, heißt das, dass die verletzt sind? Ja, die hängen halt ein bisschen fest. Ja, eh, Die aber. anderen Männer müssen da auf die Leiter rauf. Ach so, schwere Eskalation ist, glaube ich, einfach nur, dass sich das verschlimmert, wenn man nicht rechtzeitig was tut, oder? Das kann Genau. sein, ja. Weil dann wird es, glaube ich, die kritische. Okay, jetzt haben wir da den Verletzten oben. Den können wir dann noch bergen. Ja, Leichen verloren. Okay, Verkehrsunfall. Ich bin mal Was? unterwegs. Machst du die eins dann alleine fertig, Flo? Ja. Ich hau da mal die Schaulustigen weg, weil sonst haben wir da keinen Platz. Und ein Rettungswagen kommt. Ja, ich komme zu dir. Ich helfe dir mal mit einem Löschfahrzeug. Ah, perfekt, danke. Ja. Müssen schauen, dass sich das jetzt nicht irgendwie ausbreitet. Und dass Ich wir. stelle auch schon mal Notarzt ready und Ja, ein Transporter vielleicht Leitungen. noch, ja. So, dann schauen wir, dass wir die Schaulustigen hier wegkriegen. Dann haben wir nämlich hier Platz. Die stellen nämlich quasi diese vier Parkplätze hier zu. Das machen Schaulustige so, dafür sind sie bekannt. So, ich bin mal Einsatz unten fast fertig. So quasi fertig. Ich muss mich da kurz zurückziehen. Kann ich von da hinten auch? Tankfahrzeug. So, wir brauchen so einen normalen Feuerwehrdings, gell? Achso, da hast du sie Ja, schon. der ist schon da. Was ist das? Aber das brauchen wir zweimal, oder? Ja, ich hab's bis jetzt nur einmal geholt. Ich hol's noch ein zweites Mal.
Ich gehe zum Dreier. Danke. Auf Geldomat. S-E-K. Hol ihn. So, passt, den schick mal weg. Das sieht eigentlich eh schon nicht so schlecht aus. Jetzt hab ich gerade gedacht, da kommt der nächste. Achso, einen Notarzt brauchen wir da noch. Ja, ein Notarzt ist schon da. Achso. An sich, aber ich brauche beziehungsweise noch einen zweiten holen. Ich hab schon. Okay. Zu dem hinteren quasi kommt der zweite. So. Also Notarzt. Achso, da komme ich noch nicht hin. Freunde, du brauchst du definitiv noch einen zweiten Ingenieur. Ist alles schon geschafft. Also das ist eigentlich auch so gut wie gelöst hier. Wollen wir noch einen dritten Ingenieur mich? Nein, Teamwork makes the dream work. Die sind nur zu zweit. Diesmal vertraue ich dir, ne? Wie läuft's bei dir, Flo? Du kannst einen Notarzt und einen Sanitäter gleichzeitig zuweisen. Ja. Ah ja. Ah, das habe ich aber eigentlich auch im Tutorial gelesen. Das habe ich doch nicht im Tutorial gelesen. Brand in Werkstatt. Kannst du das machen, Michi? Yep. Ja, ich gehe da schon runter. Okay. Ich hole mal zwei Löschfahrzeuge. Du holst die Löschfahrzeuge? Sehr gut. Dann hole ich mal Coppers für die Schaulustigen. Na, da sind wir jetzt eigentlich eh auch gleich fertig. Und schon mal hier einen davon. Listening. Moving out. Mal ein bisschen näher hin. Ready. So, Notärztin weg. Der lädt ihn jetzt auf. Wenn die Löschfahrzeuge direkt auf den Brand rechtsklick machst, dann stellen sie sich auch so hin, dass sie keinen Schaden nehmen. Wirklich? Automatisch? Ja. Ah, das ist cool. Gut zu wissen. Vielleicht ist schon jemand in die Kommentare geschrieben, aber gut. So, passt. Das ist fertig, Nummer 4. Kann ich euch irgendwie helfen, oder? Nicht wirklich, gell? Ich glaube, das haben wir recht gut im Griff. Ja, passt. Dann schau ich mal ein bisschen zu. Ja, wir sind ja gut unterwegs. Aber 9 Notfälle haben wir. 24 Minuten noch Zeit. Doch alles. Also falls jemand von den Zusehern bei der Rettung arbeitet oder bei der Polizei, bitte in die Kommentare schreiben, wie realistisch das Ganze ist. Aber ich glaube, es ist sehr realistisch. Oder wenn jemand Ingenieur ist, könnt ihr Bomben entschärfen. Genau. Das ist ein Zusatzkurs für Menschen. Ey. Ja. Okay, 4 haben wir eigentlich so ziemlich im Griff. Ja, was ist da oben noch? Also das ist... Ist der wer eingeschlossen? Eingeschossen ist der wer. Okay. New orders received. Küchenbrand. Ach du Kacke. Ja, ganze Haus brennt. Ich will immer Rechtsklick machen. Und ich habe die. Ich habe die falsche Form. Ich hole einen Leiterwagen erstmal, okay? Ja, bitte. Ich kann die 4 dann auch alleine fertig machen. Das wäre super. Ich glaube, das wird da jetzt eh leicht kritisch. Zumindest hier schon. Kommen wir von der anderen Seite auch hin? Ja, theoretisch schon. Ich komme mal für die leichte Verletzung. Ein okay, was brauchen wir hier bei der 5 noch oder habt ihr das alles im Griff? Ich glaube, wir werden es im Griff haben. Schauen wir mal. Okay, dann warte ich auf den nächsten Einsatz. Machst du den zweiten Brand oben noch? Aha. Ihr habt da noch Schaulustige, ne? Ah ja. Ich hab schon eine Polizei geholt. Dankeschön. So. Wie kommen wir dann da rein? Ist das jeder Leiterwagen einfach nur, oder? Ja, genau. So, schauen wir mal. Ich weiß nicht, ob wir Notärzte brauchen. Weil Rettung ist ja da. Hast du beide auf den oberen Brand gesetzt? Eigentlich schon. Aber das dauert halt ewig. Okay, aber dann hol ich noch einen. Ja, wollte auch gerade. Mach du, ja. Ich habe schon ein Rettungsfahrzeug für die eine verletzte Person. Also es sind 2 Personen oben, oder? Müssen wir mal schauen. Nein, 2 Unverletzte. Einer verletzt.
Ach so, so ist das gemeint. Okay. Ja, passt. Hier ist gebrannt, okay. Darum kümmere ich mich gleich. Ja, wir sind da eigentlich. Sobald das Feuer mal gelöscht ist. Sonst sind wir an und für sich fertig da. Aber das ist ein heftig eskalierter Küchenbrand. Ja, ja. Hat der Flo wieder versucht, Reis zu kochen? Der Schlingel. Ups. Nicht alles verraten, oder? Ich habe ihn liegen lassen. Und du überfährst ihn. Warum lass den liegen, Philipp? Hier ist gebrannt. Kann es sein, dass sich diese Ziele sehr oft wiederholen? Vom Titel her wahrscheinlich, ja. Möglich. Wahrscheinlich ist es hier wieder ein Baum und kein Kiosk. Ja, ja, es sieht genau gleich aus. Ah, okay. Macht's ihr denn, oder? Ja, ja. Okay. So, schauen wir mal, was da so abgeht. New orders received. Nummer 7, kollabierte Kids, so. Das ist meins. Also da brauchen wir eigentlich eh nur. Ja, wurscht. So. Also bist du mit Feuerwehrmännern schon da? Ja, mit Feuerwehrmännern bin ich schon da, ja. Also bei mir ist alles unter Kontrolle, das war's schon. Das ist nicht. Wir gehen Notärztin nachher. Kannst ignorieren. Du hast die Notärztin? Ja. Ich glaube, die kriegt man Punkteabzug für jede Einheit, die man holt. Keine Ahnung. Ich glaube, es ist nur wichtig, das so schnell wie möglich zu machen. Ja. Du hast noch Schaulustige. Oh. Zu mich gemeint? Ja. Ja, das ist die Familie der Opfer. Task completed. Ready. Returning to base. Listening. Returning to base. So, bei mir ist gleich erledigt. Task completed. Listening. Das war ein vorbildlicher Einsatz. Listening. Fast vorbildlich. So. Das heißt, zwei kommen noch. New orders received. Fahrzeug fährt. Oh, Gefahrengüterzug. Fertig. Ja, das hatten wir auch schon. Heading to the operational area. Heading to operational area. Arrived. Drop. Understood. Taking damage. Was holt ihr? Arrived at destination. Ich mach hier gerade mal 6 fertig. Okay. Dann bist du es bei mir, Flo, oder? Ja, ich hab alle schon geholt. Wow. Understood. Awaiting instruction. Returning to vehicle. Returning to vehicle. Awaiting instruction. Returning to base. Listening. Komm schon. Oha, der Elektro-Ingenieur brauchen wir noch. Sorry, hab ich gesehen. Ah ja, soll ich das mal? Hab ich schon. I got it. Gut, gut. Das ist mal fertig hier oben. Sanitäter hast du auch schon. Das ist dann eher ein bisschen weniger tragisch. Wir können da jetzt noch drauf, weiter drauf, weil es kann sein, dass sich das wieder entzündet, gell? Oh, ich mach das schon. Brauchen wir die Koppers? Ach, ich hol gleich die SEK. Rettet die Geschenke? Aha. Rettet die Geschenke? Wow, die wollen das. Hast du jetzt die SEK geholt oder normal? Und die klar, die. Der Ingenieur ist aber auch ein bisschen angeschlagen da. Ja, der geht auch crazy rein da. Kann er das nicht von der Ferne machen? Nein, nein. So. Schaut's aus da? Rettet die Geschenke. Ach so, das. Okay. Schaut nicht so spannend aus. Die Schaulustigen könntest. Achso, machst du schon. Das ist ja langweilig. Sind wir einfach so gut? Ja. Okay. Ja, Michi, was machst du mit denen jetzt? Musst du verhaften? Ja, die kommen weg. Kommen nach Alcatraz. Hast du die zuerst mit dem SEK bändigen müssen und jetzt
Werden die von der Polizei festgenommen, oder wie? Ja, genau. Ja. Okay. Hast du es mit der Polizei nicht können? Mit der normalen? Nein, ich wollte einfach die SEK holen. Das war ja easy. Hier geht's doch nicht um Können, hier geht's nur um Wollen, Florian. Mhm. Um Steuergelder verschwenden. Wirklich. Ja, sonst wird das Budget gekürzt, musst alles ausnutzen. Ja. Erfolg. Michi, du hast nichts gesprengt. Ich habe nichts gesprengt, nein. Ich meine, ich kam auch nicht dazu. Ich habe einmal was entschärft. Sehr gut. Erfolg. Episch. Schauen wir mal, was. Episch. Was kriegen wir jetzt Gutes? Elektrowiderstandssanitäter. Explosionsschutz, Polizisten nehme ich. Passiv. Oh, Nahkampfschutz für die fürs das SEK. Automatischer Transport aller verhafteten Kriminellen und Unruhestifter. Sehr gut. So, warte, jetzt muss ich ganz kurz schauen, wo man in der Belohnung denn diese Sachen überhaupt. Weiter zur Einsatzkarte. Sammlung. Genau. Vielleicht so Permanentsachen. Ja, diese Permanentsachen, die sind ganz praktisch, finde ich. Sind das permanente Sachen? Eines hatte ich jetzt permanent, diese passive Eigenschaft. Wo sieht man das? Sind das die, die Silber oben drüber sind? Bleiben die dir ewig? Oh, ich weiß nicht, wie ich die jetzt sehe. Ja, du kannst deine Upgrades, die du bekommen hast, auch verbessern. Ist das trotzdem eine Fähigkeit? Weil da steht Verzögerung 3 Sekunden. Das müssen wir einfach ausprobieren. Ich glaube, das ist tatsächlich ewig, die Silber drüber sind. Das ist eigentlich ziemlich cool. Ah, dass die dauernd da sind. Ja, weil bei mir ist ein bisschen was von den Werten hochgegangen. Und das, wo ich zum Beispiel Schmerzmittel bei Sanität habe, da sehe ich, das ist eine aktive Fähigkeit. Achso, die du ja einsetzen musst. Ja, stimmt. Ja, genau. Und die hat dann eine Abklingung und die anderen sind Eigenschaften. Die bleiben also ewig. Ja, und habt ihr auch sowas Passives? Passive Automatismen? Nein. Okay. Weil da steht eben automatisch Transport aller Verhafteten. Das heißt, das muss ich aber nicht extra anklicken. Das machen sie dann von selber. Dann ist es doch wirklich praktisch, wenn wir jetzt early halt auf unsere Einheiten da uns ein bisschen spezialisieren. Ach so meinst du, stimmt, ja. Ja, dass jetzt der Flo jetzt sich jetzt versucht, alle Feuerwehrmann-Karten zusammen und ich alle die SEK-Dingsies oder Polizei. Ja, dann gehe ich in Richtung Sanitäter, ja. Ja, sowas, genau. Ja. Weil ich habe dann SEK, also Polizei und Ingenieur, habe ich ja, jetzt. Ja, man muss da sagen, gewisse Dinge machen zum Beispiel keinen Sinn, weil ich habe jetzt zum Beispiel eine Karte genommen vom Polizisten Elektrowiderstand. Ja. Da denke ich mir so, ist vielleicht ein bisschen sinnbefreit, weil zum Elektroproblem holst du einen Ingenieur, da braucht der Widerstand. Es kann nur sein, dass der irgendwo in der Nähe ist und rein muss, aber ja, stimmt schon, ne? Ja, schickst du ihm vorher auch meistens in ja. Aber ja. Also halt mein Ingenieur hat auch erhöhten Schusswaffenschutz. Ja, gut. Ich würde jetzt nicht sagen, komplett sinnbefreit, aber ja. Ja, aber nicht sonderlich sinnvoll, ja. Vor allem, wenn wir so viel Zeit wie wir haben, dann kannst du einen nach dem anderen hinschicken, weißt du? Genau, ja. Aber schauen wir mal, wie viel Zeit man dann gerade im späteren Spiel noch hat, das ist eben die Frage. Ja, weil jetzt ging es ja easy. Jetzt ging es relativ easy. Na gut, dann machen wir da den Cut und dann schauen wir gleich, ob es schwieriger wird. Ciao, ciao.